Bauquala, Bauquani, herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Die zwei Mammuts verpissen sich. Wir haben wieder... Oh, doch, wir haben noch einen Pfeil. Wir brauchen unbedingt Hartholz. Unmengen von Hartholz, denn wir haben keine Speere mehr. Wir haben nur noch einen Pfeil, der uns nicht wirklich sonderlich weit bringt. Wir haben zwar noch 5 Keulen, wir haben auch keine... Oh, warte mal, die Wurfmesser können wir herstellen. Immerhin. Ach. Stachelbomben kann ich auch herstellen. Gut zu wissen, Fleisch. So, wir sind doch nicht ganz so mit leeren Händen dastehend, wie ich zunächst annahm. Fifi, hör auf zu blocken. Allerdings wollen wir doch weiterhin mit unserem Bogen etwas erlegen, denn wir müssen noch ein paar Wölfe erlegen, um Zeug zu craften. Jaja. Ich habe wahrscheinlich... Stimmt, ich habe eigentlich... eine Questfolge mal wieder versprochen, die ich jetzt wahrscheinlich schon wieder 3 Folgen aufschiebe, aus Gründen. Bleib stehen! So, was war das? Wollte der im Kreis rennen und mich anschauen oder was? So. Wolfsfell. Das heißt, wir brauchen jetzt noch ein kleines Wolfsfällchen. Oh, da hinten hat es eine Hand und noch eine Hand. Und eine große Hand. Das schaue ich mir doch mal an. Ach nee, das war die Höhle hier. Das war komisches Höhlengedöns. Lass mich in Ruhe. Da will ich jetzt nicht wirklich rein. Da hat es wieder so ein Vieh. Und mal Tiere, werden die markiert? Nee, hä? Werden nur Dudes markiert? Okay. Freunde, ich habe euch gerettet! Naja, einen von euch zumindest. Und den anderen Dude rette ich jetzt auch noch. Hoffentlich ohne die Aufmerksamkeit des Viechs hier auf mich zu ziehen. Hau ab, renn um dein Leben! Und jetzt will ich noch einen verdammten Wolf finden. Komm her, Wolfi, Wolfi. Oh, eigentlich müsste doch jetzt ein Wolf herkommen. Oder nicht? Dann halt nicht. Müssen wir halt weiter suchen. Mit eurem Geschrei verscheucht ihr ja alle Wölfe hier. Oh, da hinten hat's Viecher. Böse Viecher. Wolf! Bleib stehen! Hier! Bleib doch stehen, Mann! Ah, stirb doch einfach! Verblute! So, jetzt aber. Dankeschön! So, jawohl, wir können was craften! Die Winterklamotten, Weißwolffell. Aktuell, Kälteanzeige leert sich innerhalb von 10 Minuten und erhalte vollen Schutz gegen Kälte. Das klingt doch auch mal geil. Weißwolffell. Ne, ich meine, wenn mir sowieso schon hier wahrscheinlich im Wolfsland ist, das hier leider nicht. Hä, warum? Wir waren doch... Oder ist das... Ja, ich glaube, das ist hier schon das Nachtgebiet. Ist ja voll kacke. Wandern die in der Gegend rum oder was? Dann ziehen wir halt den Wölfen hinterher. In der Hoffnung, ein paar Weißwölfe zu finden. Um genau zu sein, nur einen, denn das fände ich schon ziemlich übel nice, wenn wir mit unbegrenzter Kälteresistenz rumrennen können. Fifi, lass das Vieh in Ruhe. Du chargst bitte nur Zeug an, was ich dir sage.
Ja, ja. Au. Oh, oh. Sorry, ich wollte den anderen treffen. Hey, aber ist doch ehrlich gesagt... Kämpft doch lieber, Mann. So ist das doch scheiße, euch ständig kilometerweit durch die Pampa zu jagen. So, du bist zwar kein Weißwolf. Du auch leider nicht. Verdammt! Wo seid ihr hin? Und wie ich es schon wieder aufschiebe, die Mission zu machen. Leute, ihr müsst mega Geduld mit mir haben. Aber ich möchte auch optimal vorbereitet sein. Das müsst ihr mir nachsehen. Weil so halbe Sachen sind auch scheiße, wenn man da mitten in der Mission rumrennt. Ich möchte mir da auch gerne Zeit lassen und nicht einfach nur durchrushen. Ihr habt es in der Höhle gesehen, wie ich mir da ein bisschen Zeit gelassen habe. Zumindest am Anfang mit dem Plündern und Looten, was da so rumkroch und zu holen war eben. Ne? So würde ich das gerne auch in der Schneemission machen. Und ich mag es einfach nicht, wenn ich die ganze Zeit von so einer Anzeige, die nach unten geht und immer weniger wird, gehetzt werde. Belohnungs... Nee. Ausruhen? Nee, komm. Wir wollen ja, dass Nacht ist. Dann sind mehr Wölfe unterwegs. Oder sind die nur tagsüber unterwegs? Das wäre natürlich auch noch ziemlich blöd. Wenn ich jetzt Wölfe jagen gehe in der Nacht. Aber wenigstens haben wir einen erwischt. Irgendwo muss doch einer dabei sein. So selten können die Viecher doch gar nicht sein. Was haben wir da hinten? Bist du ein Weißwolf? Du siehst doch nach einem Weißwolf aus. Bleib stehen! Na toll, jetzt gibt's auch noch Beef mit dem Vieh. Lasst mich in Ruhe! So, jetzt aber. Ach doch, das war ein seltener Weißwolf. Obwohl, nee, komm. Lass gut sein. Wenn das jetzt tatsächlich seltener Weißwolf war. Jawohl. So, dann sind wir jetzt optimal gewappnet für die Karush-Mission im Norden, wo wir auch schnurstracks hochrennen werden. Egal ob Nacht oder nicht. Dann machen wir jetzt auch keinen Umweg mehr. Und auch keine Zwischenmission oder sowas. Ne, wir rennen jetzt nur noch da hoch. Machen auf dem Weg da oben. Da oben? Ne. Auf dem Weg da hoch vielleicht noch unsere Taschen ein wenig voller. Zumindest was Holz angeht. Und dann geht's aber ab in die Mission. Ups. Leise, Fifi. Alter, haben die nichts anderes im Kopf als Venya schlachten? Leute, euer Leben muss doch trist und einsam sein, wenn ihr an nichts anderes denken könnt als an Menschen fressen und Venyas schlachten.
Sucht euch eine Frau, sucht euch einen Sinn im Leben, werdet Handwerker, was weiß ich. Kann doch nicht so weitergehen. Stellen hier so große Steine in die Gegend. Huch. Haut ab. Jetzt sind sie plötzlich wieder anders drauf, oder was? Jetzt jagt ihn. Sorry, Fifi. Entschuldigung. War im Eifer des Gefechts. Ey, die Viecher verstehe ich immer noch nicht. Hauen erst die ganze Zeit ab, wenn man sie jagt, aber wenn man sie nicht jagen will und nur mal kurz ankloppt, dass sie flüchten, flüchten sie nicht. Kein Wunder, dass die Menschen irgendwann an die Spitze der Nahrungskette klettern konnten. Ich bilde mir zumindest ein, dass wir ein bisschen konsistenter sind in dem, was wir tun. Vielleicht. Faust, nein, schon wieder eine Höhle. Nee, Höhlen-Action mache ich jetzt auch keine. Nee, da gehe ich auch direkt wieder hoch. Was zur Hölle? Unbekannte Tierlaute. Was war denn das für ein Vieh? Wo sind wir hier? Ich glaube nicht, dass Yaks solche Geräusche von sich geben. Oh, Scheiße. Das hört sich nach Säbelzahntiger an. Ich hau mal lieber ab. Warum willst du mich hauen? Ich hab dir doch nichts getan. Oh oh. Fifi, komm mal lieber ganz schnell hierher. Aber ganz zackig. Und wir sind voll. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Holz für unsere Keulen und Speere. Und da unsere... Hä? Vogel oder was? Geh weg! Ich sag's dir, hau ab! Oh fuck. Da ist ein Bär. Da unsere Taschen so mächtig voll sind, müssten wir doch eigentlich das ein oder andere Häuschen bauen können. Das heißt, wir tingeln nach dieser Mission gerade wieder zu... Alter, nein. Was ist denn das für ein krankes Vieh? Ey, das ist kein Bär, das ist ein Haus. Hau ab! Oh, dieser blöde Piepmatz, ey. So, wir haben ein paar neue Unterhosen mitgebracht. Das heißt, wir frieren hier nicht mehr so arg und können hier einfach auch pennen. Wir scheißen jetzt gediegen auf minus 20 Grad oder sowas. Nee, wir finden es sogar mollig warm hier drin. Was ist denn das? Ein noch nie dagewesenes Symbol. Das gucke ich mir jetzt aber mal an.
Was ist das? Platzieren? Geistertoten? Ja, und jetzt? Da gibt es wohl verschiedene Collectibles, was die verschiedenen Regionen hier angeht. Blutschneetoten. Komischer Ort. Ja, ich weiß, wir haben noch eine Fähigkeit zu vergeben. Allerdings bin ich echt unschlüssig. Wir haben hier im Vergleich zu dem ganzen anderen Zeug, was wir in Far Cry bisher immer an Talenten vergeben konnten, haben wir eine deutliche Hülle und Fülle, was das hier angeht. Wir haben hier 6 Dudes und da unten nochmal 2, die wir jetzt noch nicht freigespielt haben. Ich weiß echt gar nicht, was ich jetzt machen soll. Gut, hier, die sind so ein bisschen kategorisiert. Allerdings fände ich alles schon ziemlich geil. Hab natürlich auch das Ziel, alles irgendwann dick auszupimpen. Aber jetzt, da wir noch wenig Punkte haben, muss ich mal gucken, was sich denn so lohnt. Takedown für den Fettsack? Stimmt, das wollten wir ja mal machen. Mammutreiter? Ach du Scheiße, nähere dich einem Mammut? Einem jungen Mammut, wohlgemerkt. Halte E gedrückt, um es zu reiten. Das klingt doch mal richtig geil, ey. Schwanken, nö, okay. Pflanzen mit dem Jägerblick sehen, okay. Rohstofftaschen, nö. Wisst ihr was, komm, ich mach jetzt das Mammutreiten. Das finde ich schon ziemlich geil, ey. Vor allem haben wir hier im Norden auch da in der Nähe von der Mission. Was? Altes Mammut? Sind hier. Erwachsenes Mammut fürchtet sich nicht vor Feuer. Ach, es gibt so Kategorisierungen. Ah, okay, das war ein Höhlenbär vorhin. Oh, Scheiße. Jagdschwierigkeit sehr schwer. Das kann ich mir vorstellen. Oh Mann, ey, da kann man wahrscheinlich 30 Pfeile reinjagen in das Vieh. Allerdings, wenn man das Vieh gezähmt kriegt. Holla, die Waldfee, dann geht's ab. Beim Karusch oben wird's den ein oder anderen Mammut geben. Vielleicht können wir ja auf die Mission ein junges Mammütchen dazu überreden, unser Reittier zu spielen. Ich höre doch Musik. Freunde, ich hoffe mal, ihr habt nicht irgendwo eine Party angeleiert und den guten Takar nicht eingeladen. Ob das gut geht mit dem Schneeknirsche? Ist wohl gut gegangen. Hier ist die Sicht ziemlich eingeschränkt, aber wir sind bald bei der Mission beim guten Karusch. Oh nein. Lauf! Hol ihn dir! Was ein schönes Gewand. Oh ja, fress nur. Tu dir keinen Zwang an. Ich meine, der hat ja auch was von deiner Energie abgezogen. Es ist nur fair, wenn du ihn jetzt frisst, um eben diese abgezogene Energie wieder aufzufrischen. Oh, oh, Scheiße. Bär, nein! Komm lieber her. Gegen Bären kommst du, glaube ich, noch nicht an. Lass mal lieber schnell zum Karusch gehen und hoffen, dass der Karusch da irgendwo rumsteht. Hilf mir, Karusch! Ich mag es hier oben nicht. Man sieht nicht so weit und es ist kalt.
Das ist mal ein cooles Totem. Rette ein Mammut, steige auf die Bestie und zertrample die Udam-Krieger. Nee, Jäger, du benötigst die Fähigkeit Mammut reiten. Ah, wie gut. Auf Udam Shazdar Wasagwarsh. Shazdar war Gwijar Dausam. Wie gut, dass wir gerade per Zufall, ohne das Wissen, dass wir das für diese Mission brauchen, gelernt haben. Das mit dem Mammut reiten. Hoffen wir, hier sind keine Bären. Oh Mann, ey. Hier sind ja echt viele von den Dudes. Nee, komm, wir stiften für Verwirrung. Oh, komm her! Hä? E drücken? So, jetzt geht's ab. So, Freundchen. Oh doch. Jetzt gleich alles kaputt machen. Jawoll. Zerstöre die Knochenbäume der Udam. Sehr gern doch. Ich hoffe mal, hier hat es genug, dass ich nicht wirklich alle zerstören muss. Und charge. Oh, ups. Angriff ist nach wie vor... mit... Ah doch, ich muss glaube alle machen. Der Angriff mit der linken Maustaste ist nach wie vor der Bogen. Ist schon mächtig, so ein Mammut. Das sind jetzt wirklich kleine Panzer. Stirb, du Arsch! Und ihr auch. So, du bist auch tot. So, jetzt können wir hoffentlich in aller Ruhe die Knochentürme kaputt machen. Alles klein hauen. So, neues Lieblings... neues Lieblingsfortbewegungsmittel, Mammut. So, aber ich habe doch jetzt eigentlich alles hier, oder? Ah, nee, da haben wir noch was. So, jetzt müsste nur noch einer, und zwar der hier. So, das müsste es jetzt aber gewesen sein. Ha! Reite das Mammut zu seiner Herde, aber gern doch. Aber den nehmen wir noch mit. Bam! So, Kleiner. Du darfst jetzt wieder zurück zu deiner Herde. Ist das nicht nett? Guck mal. Hallo. Ach so. C ist absitzen. So. Hier, Mama. Ey, bist du blöd? Ich hab dich doch gerade gerettet. Wieso charst du mich an? Lass mich in Ruhe. Kannst du doch nicht machen. Oh, Mann. Naja, da muss ich den Fifi eben mit einem roten Kraut wiederbeleben. Also das, so sagt man nicht danke, blödes Mammut. Mann. Ups. Das ist denkbar schlecht. Wenn mich jetzt Wölfe sehen, wenn ich keinen eigenen Wolf dabei habe. Oh. Also echt, diese Mammuts, die müssen Manieren noch lernen. Ich glaube,
Ich glaube, die kommen auf meine Liste von Tieren, denen ich nicht erlauben werde, weiterzuleben. Die kommen auf die Auszusterben-Liste. Ne? Auch wenn es tolle Viecher sind und ganz süß, aber nee, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Da rette ich das kleine Viech, bereite ihm noch ein bisschen Spaß. Ne? Hab hier einfach so erlaubt, dass die armen Udam-Dudes plattgewalzt werden. Hab deren schöne Türme kaputt gemacht. Und es dann auch noch nicht nur ausgesetzt, sondern nein, zu seiner Herde zurückgebracht. Oh, oh, scheiße. Bär. Ich renn lieber. Ohne mich. So, und ich würde sagen, wir machen das gerade weiter so mit diesen Missionen. Allerdings vielleicht wieder in den wärmeren, südlicheren Gefilden. Ja, oder eben daheim. Ne? Dann mal eben kurz einen Blick hier reinwerfen. Stimmt, Beißfischhaut haben wir ja gesammelt. Wollnashorn. Müssen wir jetzt langsam die ungemütlichen Viecher jagen. So, und das Dorf, wenn unsere Taschen doch so toll voll waren. Dachsfell, verdammt nochmal, das hätte ich doch mitnehmen können. Da muss ich doch mindestens eine Hütte hier... Ja, das war klar. Ja, richtig toll. Ne, brauchen wir wieder jeden Scheiß. Gut, Nordton... Gibt es zwar hier im Norden, aber da bräuchten wir echt noch viel davon. Nordschwarzstein wäre jetzt kein Problem mehr eigentlich. Was brauchen wir hier noch? Den Löwenfell. Schilf wäre jetzt kein Problem, allerdings Löwenfell ist nicht so gut. Für die Jägerstussi müssen wir dann wieder in den Süden gehen. Da waren wir eigentlich auch noch nicht so wirklich weit. Ich glaube, das machen wir jetzt mal demnächst. Oder wir machen einfach nur mal wieder Missionen. Die stehen jetzt nämlich erstmal eine Weile ganz oben auf der Tagesordnung. Nebenbei werden wir hoffentlich die Materialien dafür sammeln. So, ich denke, eigentlich müsste ich doch für die nächsten paar Missionen relativ gut gewappnet sein. So, dass ich die einfach machen kann und danach hoffentlich diese Materialien zusammengesammelt habe. Ne? Hallo? Ach ja, mein Vieh, das müsste ich jetzt ja wiederbeleben können. So, einmal Rotblatt. So. Ach, da ist ja der Beutel. So. Oh, das hört sich nach bösen Viechern an. Vielleicht brauche ich die zum Jagen. Ach nö, sind nur Dudes. Wie langweilig. Naja. Oh. Nein, ich gehe lieber so rum. Vorausgesetzt. Ja, das hört sich nämlich nach Bären an. Wütenden großen Bären. Dieses Geiergeschrei geht mir vielleicht auf den Sack, ey. Haha, nicht getroffen. Huch. Na gut, Fifi, der gehört dir. Ich habe ihn erfolgreich für dich abgelenkt und du konntest ihn dann niederstrecken. Ich habe es wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, ich aber werde mich aber diesbezüglich öfter wiederholen. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Nein. Stehen bleiben. Na, 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 na. Warum drehst du dich jetzt um? Du Arschbär! Fifi, komm her. Lass den Bären in Ruhe. Der ist größer wie du. Also die Lektion müssen wir echt noch lernen. Greife nichts an, was größer ist wie du. Kann ins Auge gehen. Allerdings muss ich mir echt mal... Muss ich mich mal mit dem Gedanken anfreunden, hier dem... Oh, scheiße. Mal so einen Bären zu zähmen. Wäre, glaube ich, ziemlich geil als Jagdbegleiter.
So. Wir machen uns jetzt wieder auf die Socken ins Dorf zurück. Können zwar nichts bauen, aber werden ein paar Missionen annehmen. Ich hocke mich jetzt einfach mal hier unten. Unter diese Höhle. Nee, nicht Höhle, sondern... Ah doch, das ist doch der Dude, den wir letztes Mal gefunden haben. Hallo. Ist wohl keiner daheim? Hallo? Na gut, dann nisten wir uns hier eben eine Weile ein. Oh, dann suchen wir doch mal. Klauen ihm sein Ziegenfell. Es scheint Sommer zu sein, es ist warm. Der Typ wird es überleben. Ich hau mich jetzt ein bisschen aufs Ohr. Ihr könnt das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt, renne quer durchs Land Oros und lass dich von Tieren jagen. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage Guaschta Sakush Smarka und tschüss.